Jetzt oder nie, würde ich mal sagen, ne? Aber du kannst maximal nur 4 treffen. Oh, das ist ja mal richtig schwul, Alter. Aber das reicht aus, um sie fast zu one-hitten, insofern. Alter, ich habe 10.000 Gold übrig. What? Qua das hart erkämpft. Ich meine, am Anfang dachte ich halt ich one-shotte einfach ein paar Gegner und sowas und dann ist das gut und dann gewinnen wir irgendwann. Aber dann hat es halt nicht gereicht, irgendwie 3 Leute zu one-hitten und in den In-Hip zu pushen, sondern nein, du musstest das gesamte Gegnerteam bekämpfen und darfst nicht sterben währenddessen. Und das ist halt ziemlich schwer und deswegen habe ich 98.000 Damage dealt in 33 Minuten. Guter Champ. Nice. Danke dafür. S+. Deserved, by the way. Ich hatte auch 34.500 Gold in dem Game verdient. Oh, das war knusprig. Alter, Captain Sprühstuhl ist zu stark. Jenna ist der Shit. Die Sache ist, ich bin kacke. Wieso bin ich so bad? Fuck. Wieso fällt mir das erst jetzt auf? Und nicht vor 18 Jahren. Damage. Dadurch, dass ich auch von dem Attack Speed Buff von Marksmans profitiere, geht der Champ sogar voll klar. Um nicht zu sagen, ist voll stark. Ab einem gewissen Punkt. Ich glaube, wenn ich mir Nashers hole, wäre ich sogar unglaublich stark. Oh, gib mir. Oh, alles gut. Wie spielt man Early Game als Ravenvance? Ich würde ja bis Level 2 warten, dann auf den Gegner drauf zu laufen. Funktioniert glaube ich nicht. Level 3. Wenn ich das tue. Hast du gar nicht gehört? Weiß ich nicht. Oh, I did it. Mom, get the camera. Huh. Ich bin Main. Okay, ich hab's rausgefunden, wie man's macht. Man rennt einfach auf den Gegner und schlägt ihm ins Gesicht. Interessante Strategie. Fick dich, Vance, du hast mir meinen Kill geklaut. Ganz eindeutig Michael. Tja. Oh wow. Auch ganz oh mein! Michael. Oh, ich hab's überlebt, okay, dann ist okay. Du musst einfach nur angreifen. In dem Moment, wo du aufhörst, dein Gehirn zu benutzen, um irgendwelche Plays zu machen, gewinnst du. Mann, 4 gegen 5. Lol. Ja. Alter, 13-2 stehe ich. Die Winrate. Holy. 3-1, oh nice. Roma-Weg ist überall auf der Map, aber zugleich nirgendwo. Warwick, Warwick. Warum hast du nicht gelernt? Guck dir den Dieter an, den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge! Komm schon.
Hallo? Hallo? Kriege ich auch noch, Bitch. Where you going? Where you going? Gotcha, Bitch! Dankeschön! Link gerettet, Junge! Junge! Warum kommst du nicht? Das ist wieder so ein 3,5 Minuten Game. Eine Ewigkeit später! Wieder so ein geiles Game, Junge. Oh, nice. Oh mein Gott, dieser Champ war so behindert. Schade, dass ich das nicht normal auf Video hab. Das war die beste Szene im ganzen Game jetzt, mal ohne Spaß. Mit Abstand. Das war mit Abstand die beste Szene im ganzen Game. Da waren einige lustige Szenen. Leider habe ich das Game im Endeffekt verloren. Leute, One-Hitten ist immer lustig. Aber das ist echt behindert, wie einfach das Miss Fortune machen kann. Also, das hat auch schon verdammt früh angefangen. Ich glaube, ich konnte ab Level... Keine Ahnung, ab da, wo ich Duskblade Yumus hatte, konnte ich Leute One-Hitten. Das ist lächerlich. Dieser Champ ist einfach behindert in dem Mode. Jetzt no shit. Und vor allem dadurch, dass du dir das Lethality-Item da holst, diesen Schleier da. Dadurch, dass du Edge of Night hast, one-hittest du halt alles. Dieser Champ ist so legit. Dieser Champ ist legit. 2100 Damage. Ein Auto-Attack. Boah, hier kommt ein mieser Snipe. Bam, Junge. Easy Hit. Ab dem Moment hatte Jenna schon ziemlich defensive Items, ne? Muss man bedenken. Ja, und da war das Game verloren. Dann. RIP! Spicy. Yeah, Freitag kriege ich meinen Computer. Ach, und gerade spielst du auf deiner Brotdose? IMAC. Overall, my League of Legends experience over the past week has been enjoyable. Strongly disagree. Submit.